gucken wir mal, was hier drin ist, ne? Ich meine, wir sind hier mal reingelaufen, dann haben wir irgendwo so eine Dungeon gesehen. Die war ein bisschen höher levelig und deswegen sind wir wieder rausgegangen. Hier sind die Gegner Level 75 jedenfalls. Ich muss warten. Die haben ja auch irgendwie so eine Mission bekommen. Oder ist halt irgendwie eine Dungeon, die wir schon mal gemacht hatten. Das sieht hier wieder aus wie in der Blutkathedrale, ganz ehrlich. Ja, vielleicht war halt irgendwie, der kann ja nicht Story sein. 75. Noch nicht bereit. Okay. Oh. So, warte mal hier. Kammer der Sühne. Oh, lebender Strahl. Okay. Das ist so was. Gregor, der galvanische Heilige. Das ist wieder so was wie bei dem Daniel. Das ist so. Wie bei dem Baum da. Ja. Von dem Zuckermann. Schmiede in der Halle der Sühne, inmitten der Trockensteh, um einen mächtigen Gegner zu beschwören. Erfordert 2 auf Weltstufe 3 und 5 auf Weltstufe 4. So weit ist das dann, okay. Aber kriegt man halt in hellen Flugen gequält, das Geschenk aus höllischem Stahl aufzufinden, okay. Höllenfluten, ja. Ich bin noch nicht bereit. Hey, frag mal, das ist... Okay. Das wissen wir. Das war dann aber, glaube ich, nicht dann. Ein anderer Zuckermann. Dann ist das aber nicht, was wir irgendwie einmal irgendwie an was ich mich erinnere gerade. Ich weiß nämlich nicht, das ist es nämlich. Ich habe nämlich keine Ahnung, wovon du redest. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ey. Okay. Höllenfluten. Noch nicht bereit. Gut, werden wir schon irgendwann mal finden oder so, nehme ich an. Na gut. Weltboss in 55 Minuten und eine Sekunde. Da können wir noch ein paar Dungeons, nehme ich mal an, machen zwischendurch. Ups, ich habe so viel Lego Star Wars gespielt. Ich will die ganze Zeit nach oben und unten drücken, um das Menü aufzurufen. Ich habe gerade irgendwie überhaupt nicht verstanden, wie man nochmal das Menü öffnet. So. Ich habe zwei Level 29er und einen Level 28er, die wir noch nicht haben. Uldos Höhle. Und 32 habe ich. Und 31 und 30 und 30. Hast du Uldos Höhle irgendwo? Nö, glaube ich nicht. Dann können wir ja die machen. 28. Gift verzaubert. Kälteschaden. Wir machen Giftschaden anscheinend. Machen wir das. Okay. Uldos Höhle. Ja, dann haben schon wieder Gewittersturm hier, Vulkan. So. Ich will mal alle Dungeons aufschreiben, die wir noch nicht haben. Ich glaube, das ist ein bisschen übersichtlicher. Ja, sind so viele Dungeons, ja, jetzt irgendwie die mit Fair anfangen, ne? Verhallenes ja. Echo, verlassener Steinbruch, verlassenes Bergwerk, Verlies, verlorene Bastion. So. Alles mit Fair. Oh Gott, gucken wir mal. Uns fehlen, glaube ich, nur noch irgendwie so 48 oder irgendwie sowas fehlen uns noch. Irgendwie gezählt. Dungeons? Ja. Okay. Da sind noch eine Menge. Ja, ich glaube, wir haben unter Sammlung haben wir 67 von 115 und sind 48. Eine Menge.
Gehen wir mal da. Ihr versucht, ihr verursacht 15% mehr Giftschaden. Cool. Ich mache keinen Giftschaden. Die Gegner sind immer giftverzaubert, die Elite. Ja, cool. Ich liebe es jetzt schon. Kälteschaden, wo wir nicht so hohe Verteidigung haben. Hm. Und die Gegner erhalten weniger physischen Schaden. Ja, cool. Und Gegner, die aus nächster Nähe angreifen, machen uns verwundbar. Cool. Willst du einen Trank, willst nicht einen Trank nehmen dann? Also ja. Ah ja, Gift. Habe ich schon mal mit Gift. Ich habe noch zwei Stück irgendwie mit Gift. Ja, ich auch jetzt. Wir könnten wahrscheinlich auch bessere herstellen, ne, Daniel? Also. Ja, ich mache das ja nur, damit ich wieder Platz habe hier in meinem Inventar. Ja, und damit du mehr EP kriegst, ne? Ja. Ich benutze die ganze Zeit nur so schwache Tränke. Ich kann bestimmt schon stärkere herstellen. Gut. Du weißt mal, so eine Stunde totschlagen, bis der Weltboss kommt. Ja. Und schon so zwei Dungeons. Und das glatt läuft. Das ist immer tot. Welche Stufe war das jetzt hier? 28. Okay. Oh nee, nicht die Viecher. Ach ja, stimmt, ich habe. Aber mein Provozieren, ne? Ganz vergessen. Doch, da war noch mein Schrei. Ich muss Was er hat, das ist jetzt glaube ich schon ein bisschen älter, aber es hat von der Mona Lisa gehört. Ja. Was ist mit der? Mit der Mona Lisa, meinst du das Bild? Ja, ja, also er nicht gehört. Nee. Irgendwie so ein paar, so irgendwie so zwei Frauen haben irgendwie Suppe auf die Mona Lisa geworfen. Ah ja, als Demonstration, ja, davon habe ich mal gehört. Also, da ist schon wieder so ein Moment, ja, da ist schon wieder so ein Moment, wo ich so mir ein bisschen Hoffnung in der Menschheit verloren habe. Ja, irgendwie schon, ey. Ja, das war irgendwie so ein Trend, ey, wo Leute sich Ketten demonstrieren, ey, und Kunstwerke ruinieren. Wie könnt ihr nur Zeit haben? Wie könnt ihr nur Zeit haben, euch auf Kunst zu konzentrieren, während ihr gesund essen könntet? Was zum Teufel? Nur ein, ich will auch. Ja, das ist aber schlechter, als was ich jetzt anhabe. Ey, meine Fresse. Nur Gegner, die von mindestens... eure Diener haben eine Chance von 5% Gegner zu verfluchen. Das lohnt sich doch gar nicht. Aber 5%, ich bin 5%, ey. Gegner, die von mindestens einer eurer Flüche betroffen sind, erleiden 70% Überwältigungsschaden. Das ist alles so Sachen, was soll ich damit, ey? Ja, kommt drauf an, auf den Effekt, ne? Das kriegst du auch irgendwas so was krasses hier, so wie ich mit meinen Dorn. Der Helm, den will ich nochmal haben, ey. Vielleicht findest du ja irgendwie sowas so, oh, du kannst 10 mehr Skelette beschwören. Du bekommst halt irgendwas Schwächeres, aber der Effekt ist halt voll krass. Es geht ja nur darum, dass die Fähigkeiten einzigartig sind, weil sie nicht überkommen. Naja. Das ist dasselbe wie in Destiny, ey. Die exotischen Gegenstände da, die sind nicht immer unbedingt die besten, die haben nur halt einzigartige Effekte. Ja. Oh, der hält ganz schön was aus, ey. Oh, das ist ein Buffer, kein Wunder. Also. Ah, da waren fast. Was hat? Was da? So weit? Bin noch voll weit entfernt. Ich muss warten. Wo bist du da gerade auf deiner Leiste? Ein bisschen mehr als der zweite oder der dritte jetzt? Also der Punkt. Was ist mit meiner Leiche? mit deiner Leiste hier, bei deiner Erfahrungsleiste. Wo bist du da gerade? Beim dritten Punkt? Beim dritten Punkt, ja. Okay, du bist ja weit vor mir. Ich bin jetzt bei der Hälfte. Vom dritten Punkt. Okay, ja, du bist ja, hast ja auch mehr. Du steigst doch schneller auf als ich hier. Ja, anscheinend nicht.
Also nicht, das ist meine letzten Karten nach vor mir. Alter, wird aufgestiegen. Ja, deswegen wundere ich mich ja gerade. Weiß ich gar nicht, Daniel. Ich habe gesehen, wie du auf mich zu rennen wolltest. Jetzt renne ich auf dich zu. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Ach, Barrikaden müssen wir zerstören. Okay. Ich muss mal. Oh, dann über den getötet, bevor er losstürmen konnte. Ich bin der Einzige, der stürmen darf hier. Ungefähr so. Ich muss mal. Was sind dann für Leute? Dieser Typ mit so Lunden auf ihren Köpfen. Sprenger. Du bist halt noch viel zu einfach hier gerade. Ja. Genau, irgendwie kaum Elite-Gegner, habe ich so ein Gefühl. Oh Gott. Das sind da viele. Mein Gott, wie viele? Gehen die alle auf dich durch? Ich habe die doch gerade. Ich habe die doch gerade alle hier auf mich zurückgezogen. Wieder wandert jetzt auch nicht. Er macht wieder diese blöden Angstkette. Ich muss warten. Er hat ein brennendes Gefäß auf seinem Rücken. Ich glaube, der explodiert, wenn er stirbt. Oder nicht? Ja, nicht, wenn er eingefroren ist. Ja. Ich muss warten. Okay, ich bekomme von dieser Giftverzauberung irgendwie nichts mit. Ich sehe die ganze Zeit die Giftflüssen, aber ich renne da nicht rein. Ja. Ich weiß nicht, warum mein Schallschrank so stark ist. Ich weiß, die Gegner explodieren irgendwie, wenn ich einen töte mit damit, dann tun die Gegner daneben explodieren. Vielleicht macht das deswegen so viel Schaden. Ja, das kann gut sein. Oh, da ist wieder was Legendäres gedroppt. Na, no, ich würde auch. Begebt euch nach Banditenversteck. Aber leider nur heilig. Boah. Oh, noch ein Buffer? Ich denke nicht. Ja, jetzt habe ich ein paar Paragon-Punkt. Rennst du da meistens rein, wenn ich die verwundbar gemacht habe? Dann nehmen die noch mehr Schaden mit. Oh, der teleportiert sich. Gravitätischer Knochenkaka. Ich töte dich. Nein, hat sich. Teleportiert. Steintruhe. So, boah, was tue ich denn jetzt hier noch hochleveln? Ich weiß gar nicht, ich mein Paragon weiter noch leveln soll. Ich habe noch ein paar Intelligenzpunkte. Boah. Okay. Ah, bist du schon? Meine Güte. Irgendwie ist halt gerade chillig. Ja, irgendwie viel zu chillig, meiner Meinung nach. Ey. Was ist denn los? Ich bin einmal gestorben, das ist besorgniserregend. Ah, oh, er hat sich hinter uns teleportiert.
Oh Gott, ich sehe nichts. Geh weg, du Sprenger. Ich habe keine da. Mehr. Ist einfach da rausgelaufen. Ich kann ja, warte mal, ich kann ja hier suchen. Habe ich übrigens auch gemerkt, Schlagwortsuche, da kann man ja gucken, ob man irgendwo noch einen hat. Das ist aber ein bisschen unübersichtlich. Okay, sind zwei Thronen. Das ist sehr verdächtig. Kleine ist das bestimmt. Okay. Ja. Boah. Ich habe keine Kraft mehr. Ich muss warten. Oh Gott, oh Gott. Ich muss warten. Okay, ist gut. Viele von diesen Viechern kommen dann auch. Oh, ein vermachtes Schwert. Gib mir das. Da ist ein neues Altron, aber ich weiß nicht, ob das ein neues. Eine Sekunde. Was? So, abgeschlossen? Nee. Nee, Ereignis, okay, ich wollte schon sagen. Okay, da haben wir schon die Kaserne von Core Dragon, die haben wir schon. Ja. Niedergang des Champions. Ja, das haben wir auch. Okay. Dann habe ich mich noch, haben wir noch ein paar so nach benannt. Ja, war leider nichts Gutes. Zwei Schwerter bekommen, leider nicht so gut. Hey, yo, was ist das Ding? Oh. Ich muss warten. Alle eure Treffer sind kritische Treffer. Boom. Dann kommt mal her, Leute. Geist an. Was? Okay, bei mir stand nichts. Irgendwie ist ja auch nichts. Wo sind denn die Orde sein? Ey? Seid ihr die Horde? Ich glaube nicht. Da kamen ein paar Gegner auf dem Boden, aber war ja nichts hier. Ja, vielleicht ist Level 28 doch so einfach mittlerweile. Ja, wissen wir Bescheid. Ja. Er war doch von dir getriggert, warum kommt er denn auf mich sogar ran? Ich hab eine Falle getriggert, Daniel. Okay. Der Brunnen war eine Falle hier. Ich muss warten. Oh nein. Verfluchter Brunnen. Ja, der heilt sich die ganze Zeit. Wird schon tot. Ja, den krieg ich nicht tot. Ist ja das auch, die heilen sich, ne? Ja, ja. Ich hab den die ganze Zeit gehauen, der hat sich mal wieder hochgehalten. Nein, nicht da rein. Ja, was ist diese Grütze, die am Boden auftaucht, ey? Das ist so eine dunkle Grütze, ey. Ah, ja, das ist der Boden, ne? Ah! Ah! Okay, oh, ich hab...
Oder gerade sehe ich nur, wie du da reinläufst. Ich wurde da reingeschoben. Also. Ich muss machen. Er hat mich da reinrennen lassen. Geh weg. Aber. Ja, es ist bei mir auch gerade passiert. Mein Stück. Da. Ah. Ah, so viele heilige Sachen. Ja, Ruin, ja, mal schon. Amulett. Oh, Amulettvermächtnis. Nein, meins ist immer noch stärker. Okay. Da ist auch abgegradet zweimal. So, müssen wir auch machen. Töte alle Gegner, okay. Ich bin noch nicht bereit. Ayo, boom. Oh, feindliche Horde greift an. Der ist schon da bei mir. Feindliche Horde greift an. Schon wieder. Ja, ich sehe es. Und da unten rechts ist ein Shutgoblin. Hätte noch nicht getriggert. Alter. Ich glaube, da unten ist schon. Das ist ein Elite-Gegner, Boss. Wie auch immer. Oh Gott, oh Gott, lass mich bewegen. Okay. So. Halbtraum Dungeon haben wir, glaube ich, schon. So. Lass erstmal auf den Schatzgoblin gehen unten. Was ist da? Der Schlechter! Nein! Warte. Geh mal auf Abstand. Der nimmt keinen Schaden. Oh, ich bin gleich tot. Warte. Komm her, ein Stück. Ich bin noch nicht im Schaden. Ich komm nicht, ich hab gleich keine Stücke mehr. Geh auf mich los, Kollege. Alter, ich hab doch mein Dings angesetzt. Komm her. Danke. Das bringt bei dem nichts, das ist ein Boss. Ja, mein Golem ist schon. Ich hab voller Brawl mit dem Typen. Ich bin schon wieder Barriere gegangen. Ich bin noch nicht. Ah, ich kann mich nicht bewegen. So, so viel Alp vom Siegel. Uldos Höhle, da sind wir gerade drin. Okay. Okay. Okay, so, ich muss mal gucken. Ich habe so viele Sachen hier eingesammelt in der ganzen Action. Da ist da am Plündern, wegen dem ich den Schatz aus dem Prügelte. Ja, ich habe den Schatzgoblin erledigt. So, da hat die Hochlevel bitte. So, ich habe ein paar Albtraum Dungeons wieder bekommen. Ja, ich auch, aber die sind nicht neu, ey. So, ich habe einige neue, glaube ich. Pfad der Blinden. Hat jetzt aber Level 28 wieder. Den Pfad der Blinden, den habe ich auch schon, Daniel. Ja. Den habe ich Stufe 30. Oh, den können wir ja mal machen, versuchen. Ja. Ich habe, ist aber ein einzigartiges. Oh ja, Ring des roten Furors. Ist er besser? Ja, weiß ich nicht. Nachdem er 100 Wut innerhalb von 3 Sekunden verbraucht habt, trifft euer nächster Einsatz von Hammer der Urahn, Aufwühlen oder Todesstoß. Das sind 2 Sachen, die ich habe. Innerhalb der nächsten 5 Sekunden garantiert kritisch. Warte mal, habe ich den nicht? Dann gehen wir selber auf die Zeit. Nehme ich den? Ja, ne. Angriffsgeschwindigkeit, Stärke, ja. Nimm mal den mal. Okay, cool.
Oh, neuer Helm. Neues Design. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Oh, das war ja relativ chillig. Ja. Ich muss mal gucken, was ich hier mit meinen Paragon-Punkten mache. Müssen wir ja überall durchgehen einmal. Willenskraft. Vielleicht sollte ich ein bisschen mehr auf Rüstung gehen oder Leben. Ja, ne, mehr Leben für meine Dorn. Oh. Das sagt für Rüstung werden wir brauchen hier so für die ganzen Gegner, die uns hier one-shotten, hier dieser Zuckertyp hier. Ja. Das ist schon ganz schön krass. So, ich hole noch jeden einzelnen Schadenspunkt hier raus. 8% Schaden gegen Elite Gegner, ja, nehmen wir das. Okay, aus her. Gut. Dann gehe ich mal kurz zur Kyowa-Stadt. Ich habe nicht vergessen, meine Punkte zu benutzen, ja. Für meine Siegel. Und dann können wir direkt in die nächste. Diesmal können wir mal Level 30 versuchen. Das war ja, ich weiß nicht, ob oder wegen den Effekten, die waren, die so chillig waren oder so. Eigentlich nicht chillig, aber. So, ach, da muss ich erstmal das Ding rausholen. Schmetterndes Rückgrat minus 1400. Ließ sich gut zerlegen. So, für ein neues Helmdesign. So, das war gerade Uldors Höhle. Boom. Pfad der Blinden hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja, können wir mal machen. Kann ich meinen hier recyceln? Ich muss warten. Mein Level 28er. Puh. Warum nicht? Puh. So, das haben wir glaube ich auch. Mauganzwerk, ne? Karte, ja. Aber auch Gnadengrad, das haben wir auch, glaube ich, ja. Ich lasse meine Liste einfach mal draußen. Gnadengrad, Pfad der Blinden, das ist auf Level 30, dann kann ich das ja wegballern. Dann habe ich auf Level 30. Na gut. So, ich habe noch ihr Bein aus, das ist auch neu, aber das ist Level 21. Ich denke, ob ich dafür mal ein stärkeres bekomme, ja. Oder du. War das du Beinhaus? Ja. Oh, auf 21, das lohnt sich ja nicht mehr. Dann habe ich noch Arkans Griff und Schlangennest. Hat der Blinden und Joseph. Da können wir ja schon. Da können wir schon Level 31er bis 35er herstellen, nehme ich an. Ja. Ich bin jetzt erstmal. Ja, weil ich jetzt bin. So, boom. Ich brauche halt damit. Nein, ich will keinen Code eingeben, Mann. So, ich habe direkt Arkans Griff auf 31 bekommen. Hm. Matrosenzuflucht, Level 35. Da können wir vielleicht noch ein bisschen warten. Und das sieht ziemlich krass aus. So. Da brauche ich nicht mehr. Ich mache Bein aus einfach weg. 21, also viel zu schwächlich. So, mehr habe ich nicht. Nehmen wir mal auf Level 30. Wird schon klappen.
Und wenn nicht, dann nicht. Ja, dann wenn nicht, wenn nicht, dann nicht. Ne? Weltboss, 27 Minuten. Also das schaffen wir in 27 Minuten. Ich muss warten. Ich glaube eher nicht. Aber wir sind jetzt bei 30 Minuten hier schon. Na gut. Was wenn wir dann in der Höllenflut ein bisschen abchillen? Ja, können wir machen. Ich will irgendwie, da müssen wir irgendwie hingehen, um irgendwie diese Dinger zu bekommen für diesen anderen Zuckertypen. Hm. Ist noch nicht was. Ich gehe schon mal ein. Nein, warte, ich muss noch. Ich muss noch meinen Edelstein entfernen von einem meiner Dinger. Da bin ich auch gerade dabei. Ich bin hier gerade auch am Machen. Ja, diesmal bin ich ja richtig. Diesmal bin ich Juwelenschmied. Beehrt uns bald wieder. So. Möge das Licht über. Ich dachte, beim Juwelenschmied kannst du auch irgendwie Ringe auseinandernehmen. Ich muss beim Schmied. Aber nee. Okay. Ich gehe schon mal. Wenn wir das oder was wir machen müssen, ne? Höllenflut. Ich glaube, wir haben noch nicht so eine Kiste geöffnet hier. Als wir auf Level Weltstufe 4 gekommen sind. Vielleicht sind die da drin, ich weiß es nicht. Ich schaue mich mal um. Vielleicht finde ich einen Schrein. Quältes Geschenk der Waffen. Quältes Geschenk des Schutzes. Was ist das hier? Quältes Geschenk der Geheimnisse. Okay. Ja, das ist irgendwie orange. Ist das wichtig? Ich gehe mal da gucken. Die Dinger, aber da brauchen. Boah. Ist ein Schrein? Im Schrein gefunden, glaube ich. Ah! Geht weg. Und die hinterlassen Elixiere. Gott. Ich muss Oh mein Gott. Okay. Vertan, nicht schreien. Ich weiß nicht, warum ich die Schreine nenne. Ja, jetzt habe ich vergessen, den Ring hochzuleveln. Mhm. Aufwühlen und Torstoß, das habe ich doch beides. Ah, da bist du. Guck mal. Oh. So. Ich wollte irgendwie gucken, die Schatztruhe, die ist so orange, deswegen wollte ich mal gucken. Ja, dann Schatztruhen sind alle weiß. Was kommt der? Ja. Oben ist doch gar nichts. Guck mal, ich bin vom Himmel geflogen. So. Der Stücke. Hier letzter Widerstand so. Ich bin noch wegen der Erfahrung. Ich habe nicht genug. Das
250 Glut. Mein Gott. Aua. Er hätte mich beinahe gekillt. Ja, ich war auch einer. Ja, tot. Ah. Ich muss warten. Ja, was ist da für ein Bildchen da? In dieser Truhe hier drin ist, aber ich 250 ist hier bei der Orange. Ja, ja. Okay, dann cruisen wir noch ein bisschen. 20 Minuten. Na komm, hoffentlich werden wir nicht hier rausgekickt. Hier wieder oder ich werde rausgekickt beim Weltboss. Beim letzten Mal war es ja noch da. Erstmal sehen wir den besiegt haben. Ja. Gib mir. Okay. Mehr Geld, jawohl. Soll ich damit den ganzen Geld anfangen? Ja, ernsthaft, was soll ich mit dem ganzen Geld anfangen? Den so nutzt das wie die Steine in Lego Star Wars. Ja. Hab schon Milliarden. In den alten Lego Star Wars auch so, dass man so viele Multiplikatoren hat. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Komm, das Geld auf einmal her. Oh, das ist ein Ereignis. Machen wir das mal. Ja, ich wollte mal, ich habe mal geguckt, wer der Synchrosprecher da von Luke ist in Star Wars, aber ich habe irgendwie nichts. Da werden zwei Stimmen angegeben. Okay. Ist er nicht der hier von Final Fantasy 16, ja? Das ist es ja. Ich habe dann geguckt bei den beiden Namen, aber da steht nicht, dass die irgendwie in Lego Star Wars irgendwas gemacht haben auf deren Seite. Okay. Und weiß ich auch nicht. Das hat mich ein bisschen verwirrt. Kann gut sein, dass der das ist. Deshalb würde ich danach gucken, aber ich habe nichts gefunden, dass die in irgendwelchen Spielen mitgemacht haben. Hm. Ah, jetzt verstehe ich wahrscheinlich, jetzt verstehe ich jetzt, warum da zwei Stunden sind. Es gibt ja noch den alten Skywalker. Ah, ja. Ich weiß aber, bei beiden habe ich geguckt und da steht nirgendwo, dass die irgendwie die Skywalker in dem Spiel synchronisiert haben. Da weiß ich irgendwie nicht. Vielleicht wollen die nicht genannt werden. Die Seite von denen wahrscheinlich nicht aktuell oder so. Ey. Vielleicht wollen die anonym bleiben. Deren andere Projekte, die stehen ja auch alle da. Star Wars nicht, ey. Steht nirgendwo, dass die bei Lego Star Wars irgendwas gemacht haben, ey. Kann gut sein, dass der Lubo ist. Ich bin noch nicht bereit. Weil Final Fantasy 16, da findest du ja auch gar nichts unter Deutschen. Unsere Synchro ist nicht so wichtig für die amerikanischen. Die englische ist es, aber die deutsche finde ich gar nichts, ey. Ich muss warten. Aber. Ein paar mehr Gegner. Zeit wütend zu werden. Ich muss warten. Aber ich hätte gedacht, hier wäre irgendwo noch ein Altar. Sieht doch verdächtig aus hier. 23. Wie viele? 123. Okay, ich habe 120. Gut. Ich werde noch mal gucken. Vielleicht ist da irgendwas Geiles drin, weil die orange ist. Nehmen wir noch ein paar Altare suchen. Oh nein. Der Himmel lässt Meteoroiden fallen. Die Wände sondern grünen Schleim aus. Das wollte ich jetzt auch sagen.
Ah, nee. Ah, was hat denn? Stille Truhe. Habe ich überhaupt noch Schlüssel dafür? Ich hab ja. Nur Müll. Nein, die Teile. Nicht bereit. Oh geil, unnötiger Schrott, yay. Ja. So, schon wieder Ereignis. Boom. Oh, da ist schon einer. Abstauben, abstauben. Abstauben, 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 abstauben. Oh, der hat den Wirbelwind. Ich hab so viele Buffer. Wer braucht denn so viele Buffs? Ich glaube ja, der hat den Wirbelwind, glaube ich. Nein, da kann auch ein Zauberer sein, der Wirbelwind benutzt. Okay. Glaube ich. Sieht aber irgendwie nicht aus wie ein Zauberer. Er schlägt die ganze Zeit wild um sich. Ja, das ist halt ein aggressiver Zauberer. Er hat eine riesige Keule in der Hand. Ja, das ist halt ein Zauberer mit einem physischen Bild. Aber er hat ein Namensschildchen, wo Baba draufsteht. Nein, das ist halt einfach nur sein Name. Ja, ich bin Baba, ich bin ein Zauberer namens Baba. Ich bin Baba, der Zauberer. Oh ja, heiliges Amulett. Oh, Obolus. Voll bepackt. Oh, Reitierrüstung, was? Daniel hat eine Herausforderung gemacht. Ja. Fetischmaske. Oh. erscheint bald in zwei Kirchistan. Ah ja, in 15 Minuten oder so. Okay, anscheinend habe ich eine Pferderüstung gerade bekommen. Eine Maske habe ich bekommen für mein Pferd. Oh geil, ich kann keiner mehr dein Pferd erkennen dadurch. Okay, warum liegt hier das Legendäre? Okay. Hm. Da. Ja. Selbstmörder. Okay. Yay. Und du bist wieder von mir aufgestiegen, da. Ja, was zum? Ja, ich habe ja gerade einen Trank benutzt, aber. Den ganzen habe ich auch einen Trank benutzt, den da drin war. Ja, hier habe ich auch einen benutzt. Okay, der Daniel cheatet schon wieder. Der muss unbedingt vor mir stehen. Der kann es nicht ertragen, wenn ich dem überlegen bin. Genau. So, ich brauche noch nicht unbedingt für dich, Daniel, aber alles klar. So, ich brauche noch 47. Ich habe 206. Ja. So, die hier nicht öffnen. Also, du willst sie unbedingt haben. Nimm das, du scharfer Richter, du. Das ist der geile Richter. Mein Gott, wie viel liegen hier um? Gegner, die ich töte, hinterlassen gar keine von diesen Seelen. Okay. Lauf da runter, sind irgendwie voll viel. Ja. Erst tut er die Seelen ja entfernt an dem TT wieder beleben. Ja. Was? Ich muss warten. Nimm das, Verschlinger. Ah, ich wollte rüber nicht so. Was ist denn hier los? Ich
Oh, mein Gott, das sind viele. So, ich habe 251 jetzt. So. Also ich kann die Truhe öffnen. Mein Gott, hier liegt auch voll viel. Hat jemand anders hier getötet? Mir fehlen noch drei Stück. Ja. Jetzt habe ich 250. Und jemand hat die, glaub ich, getötet, die Gegner hier. Ah. So. Na, wer, das lohnt sich nicht. Hier schon wieder leicht irgendwas Nutzloses drin ist, ey. Pass auf. Nom, 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 nom. 291. So, wer hat sich gelohnt? Ich bin noch nicht bereit. So. Na, komm mal her. Oh, geil, zwei vermachte Sachen. Und hier ein Stahlding. Okay, schwaches Elixier Schmetterns. Lebender Stahl. Ist er nicht einfach verbrauchen für das Ding? Ja, das ist der Stahlscheiß da. Ah, aber nur einer. Boah. Was hab ich denn bekommen? Ich habe nur heiliges Leiders bekommen. Boah. Obwohl, oh, ne, ich habe eine bessere Axt gerade bekommen, glaube ich. Plus 86 Stärke. Aber ich habe der Effekt von meiner anderen Waffe ist so gut. Oh. Okay. Ich glaube, diese Stahl sind in jedem von diesen Thron drin. Nicht nur diese 200er. Ah! Okay. Ich bin noch nicht bereit. Was hat gefunden? Ich guck nur gerade, das ist aber alles schlecht. Das sind gute Sachen, aber die sind immer noch schlechter als die. Ich habe eine bessere Axt bekommen, aber ein paar hundert mehr Schaden, aber Effekt in meiner. Ich habe vorhin was gehabt, das hat nur 17 mehr Schaden gehabt. Der Effekt von meinen Dings ist halt besser. Willst du noch mehr sammeln? Ich will eigentlich nur Zeit totschlagen, bis der Boss spawnt. Okay. Noch 9 Minuten. Aber kann mich nicht bewegen. Außerdem hat die eine Truhe nur 75. Ich habe nur 80. Kann ich die auch direkt öffnen? Oh nein, da wurde einer getötet, ein Spieler. Nein. Wo ist der? Ich werde ihn retten. Ich bin noch nicht. Wir waren dem vorbei. Todesstoß. Dusch. Wo ist die eine Truhe? Da. Schenk des Schutzes. Event. Töte den besessenen Gegner, bevor er den Verschlinger der Seelen geopfert. Was? Wo? Hier, Event. Oh. Hier rechts. Rechts von dir. Ich bin nicht angezeigt auf der Karte. Ja, mir auch nicht, aber ich stehe da gerade. Also. Ah.
Paragon-Punkt. Ich bin noch nicht bereit. Was müssen wir denn machen? Töte Gegner, bevor sie von Sternen geopfert werden. Was die nur noch verbunden sind? Die da? Ja. Gott, die sind alle aufgemacht. Ah, sehr gut. Ich bin noch nicht besser, er das. Tochter ist hasse, es ist tot. Das hat Lilith, oder? Ja, die ist tot. Ja. Nur Mist. Irgendwie schon. Also, ich bin schon gewundert, warum sterben die? Ach ja, ich habe ja Dorn. Nur kommen auf mich zugelaufen und sterben einfach. So, macht das doof. Da so, können wir da jetzt auch leben, das Stahl. Ja. Also wäre es, glaube ich, irgendwie besser, irgendwie kleinere zu öffnen, die Dinger zu farmen. Da kriegen wir wieder neue Elixiere dann, ne? Ja. So, immer noch 5 Minuten. Wir brauchen die Truhe hier. Nochmal 75. Phil sucht euch. Ich aber. Ja, schon wieder lebender Stahl. Okay. Jetzt hast du mehr als ich, danke. So, was zum Wirbelsturm. Dann machen wir das Ereignis noch. Und wenn du irgendwie genug bekommst, dann kannst du ja die Truhe öffnen. Dann gehen wir zum Weltboss. Überhaupt nicht was Geiles. Ich gehe da rein. Ich versuche den Sturm zu haben, hat nicht geklappt. Ich bin noch nicht bereit. Achso, die Dinger müssen wir kaputt machen. Glaube ich. Kenny Affleck wurde getötet, schon wieder. Die Person, die auch gerade gestorben ist. Ah. Er zieht mich. Ah. Ich bin noch nicht bereit. Hallo, fettes Ding. Sind denn die Toten? Die muss ja mit dem interagieren. Die musst du deaktivieren.
Schade, haben wir nicht geschafft. Nein. Ah! Ich könnte das Ding nicht ansprechen, wenn ich am Kämpfen war. Ich bin noch nicht bereit. Ah, mach den noch schnell kaputt. Ich bewege mich nicht. Ich mache mehr Angriffskraft. Das sah ein bisschen spektakulär aus. Ja, warum hätten wir so viel aus? Ja. Boah. Mein Gott, hält der viel aus. Also ein richtiger Boss hier. Irgendwie. Irgendwie macht er nicht so viel Schaden. Nee. Ich muss warten. Ah, komm, wir haben nicht so viel Zeit. Wir haben nur so anderthalb Minuten oder so. Au. Handschuhe vermachte, guck ich mir gleich an. So, alles einsammeln. So, jetzt zum Weltboss. 40 Sekunden, schnell ein. Bevor die den platt machen. Das kann ich hier nicht tun. Einfach nach oben. Und ich bin da. Ich brauche mehr Zeit. Mir ist gerade gespawnt. Oh, doch. Oh, irgendwie ist ja niemand außer. Oh, oh. Irgendwie ist ja kein anderer Spieler, sehe ich gerade. Oh nein. Ist noch ein anderer Spieler noch neben mir. Oh Gott. Okay, jetzt kommen einige. Okay, jetzt kommen sie alle. Ja, das kann ich nicht mehr. Wir tun den nicht so kaputt machen wie die anderen. Wir machen nicht so viel Schaden. Wo der blöde Bosch ist. Einfach nach oben. Aber. Keine Angst, Kollege, ich hole dich wieder zurück. Der hat sich nicht wiederbeleben lassen. Er ist einfach gerespawnt. Aber. Ja, der hat schon ein bisschen mehr aus. Oder wir sind einfach zu schwach. Aua. Mein Gott, sind ja jetzt vier Spieler. Ich glaube, der macht wieder diesen riesigen Laser hier. Ja, den Boss, den hat man ja schon. Ja. Super Laser, nein. Okay. Yay.
Eine große Truhe. Das soll einfach sein. Was Oder stehen wir ja eigentlich immer noch hier? Geschwärzter Femur. So. Albtraum-Siegel war da drin, cool. So, irgendwas von Bedeutung? Leider nicht. Nein. Oh. Oh, der oder der Amulett ist sehr viel besser, sehe ich gerade. Ah, er hat sogar den gleichen Effekt hier mit dem Stillstehen. Mal besser. Aber warum nicht? Oh, da hat sogar einen Sockel. Cool.